Wir spielen Sons of the Forest, meine Lieben. Weiter geht's. Ich habe ja gesagt, dass ich für uns Holz sammle. Habe ich auch gemacht. Derweil wurde es Frühling. Wir haben keinen Winter mehr. Es liegt kein Schnee mehr. Elchi ist auch wieder da. Hallo. Das Ding ist, ich wollte ja Holz sammeln, ne? Habe ich auch ein bisschen gemacht. Aber ey, ich bin 10-mal gestorben. Oder das war echt anstrengend. Also die Gegner... Also wenn das Spiel fertig ist, werde ich das Spiel, glaube ich, auf ganz, ganz einfach spielen. Das macht sonst gar keinen Sinn, aber ja, wir werden sehen, wie sich das hier noch verhält. Hey Blondie, du auch wieder da. Eigentlich hatte ich dir was zum Anziehen gegeben. Wartet mal. Achso, aber ich bin ja auch gestorben. Stimmt. Wir haben hier was für sie. Guck mal, sieht doch viel schöner aus, oder? Und dann wollen wir mal ihr auch eine Knarre geben. Und schon ein GPS-Ding. Klar, guck mal, wie gut sie jetzt ausgerüstet ist. Und wie, du beschützt mich jetzt nicht damit, okay? Sehr gut. Okay, Blondie. Ich vertraue dir, ja? Du passt gut auf mich auf. Danke. So, wo ist Kelvin? Kelvin ist da hinten irgendwo. Ach ja, ich habe Holz gesammelt. Ja, erbärmlich. Erbärmlich, ich weiß. Das war echt... Hier, guck mal, da sind sie ja schon wieder. Das ist echt... Zieh dir mal was über mit deinen Titten hier. Zieh dir mal was über. Also, ich habe absolut gar nichts gegen Brüste. Gerade nicht grün, so eine schön, aber... Oh Gott! Gott, was ist hier passiert? Guckt mal, der ist auch... Guckt euch den nochmal an. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber auf jeden Fall ist er richtig stark und er hat mich gefühlt 20 Mal umgebracht. Der Wahnsinn. Oh mein Gott, er rennt uns hinterher. Und, ja, das war ein absoluter Kampf, diese paar Hölzer zu kriegen. Das mache ich nicht mehr. Ich mache das nicht mehr offline. Das ist... welche Aggression. Ich habe eigentlich kein Aggressionsproblem. Aber... Ist es möglich, einen zu kriegen, wenn ich das hier so mitbekommen habe? Und ey, das ist ja gar nichts. Im Endeffekt, ich wollte richtig viel Holz sammeln, aber das wurde nicht, daraus wurde nichts. Weshalb wir jetzt irgendwie den da loswerden müssen? Das wäre super. Und das Ding ist jetzt... So, das Spiel hakt. Es könnte sein, dass meine Kamera wieder hakt. Das ist alles so anstrengend. Wartet mal. Und jetzt fällt auch noch mein Kopfhörer raus. Gott, das Leben kann so anstrengend sein. Warum? Warum? Okay, wir müssen den umbringen, weil sonst bringt er uns um. Das weiß ich schon, weil er hat es nämlich schon ein paar Mal gemacht. Nein, sieh nicht da. Oh, er kommt, ich weiß gar nicht, welche dazu. Mann, ey. Das ist stressig alles. So, genau. Dieses Spiel ist nur am Haken. Was denn da los? Habe ich dich nicht getroffen, Kumpel? Ich habe dich nicht getroffen. Ist ja auch nicht so gut jetzt gerade. Jetzt aber, oder? Ey, mein Holz brennt. Oh mein Gott, mein Holz brennt. Oh mein Gott, bitte hör auf zu brennen. Können wir meine Haare hier hinten? Nein, das ist alles mir jetzt zu anstrengend schon. Und offline, das war so anstrengend. Ich bin die ganze Zeit gestorben. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt hier nicht mit dem. Ach ja, was ich sagen wollte. Der hier, auf einmal kam so eine ganze Truppe von den anderen Kannibalen, ja. Und dieser Mutant hier, der hat die einfach alle umgebracht. Einfach alle umgebracht. Ich dachte, die helfen mir gegen den hier. Aber nee, der ist ja... So schnell und stark, die hatten gar keine Chance. Und meine Haare gehen mir richtig auf die Nerven jetzt gerade. Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Kelvin, wäre auch schön, wenn du mir mal helfen könntest hier mit dem Kumpel. Der gibt uns zwar Mutanten. Warum brennt denn das Feuer so lange? Der gibt uns... Oh mein Gott, ich treffe nicht. Ich blamier mich jetzt wirklich voll. Ja, komm mal hier durchgelaufen. Ist okay. Feuer tut nicht weh. Wir müssen den umbringen, weil der lässt uns sonst nicht in Ruhe. Und der ist schnell. Der ist verflixt schnell, würde ich sagen. Wir müssen mal... Ach, wir haben gar keinen... Ach, schön. Schön, freut mich. Haben wir hier irgendeine Waffe oder so? Wir könnten ja mal eine Granate ausprobieren. Wie muss man erstmal zünden? Wo ist er? Da. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat auf jeden Fall funktioniert, würde ich sagen. Kann man machen, kann man machen. Ich hoffe wirklich jetzt... Achso, das war falsch, Gott. Ich hoffe so sehr, nimm mal die Granate aus der Hand. Das ist mir nicht... Oh Gott, meine Haare. Ist das ätzend hier alles? So, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich bin mir noch nicht... Ich sag ja, dieses Spiel sorgt für Aggressionsprobleme. Große Aggressionsprobleme. Kriege ich... Da, jetzt doch. Was wollte ich denn jetzt sagen? Doof. Naja. Huch! Mann! Kann ich noch mehr Haut von dir haben? Hast du noch was für mich? Nee? Okay. Geht's allen gut hier? Haben alle überlebt? Schön. Vielleicht sollten wir uns direkt die Rüstung mal anziehen.
Wie viel haben wir denn bekommen? 2 und dann ist hier noch so ein Tarn. Taktische Jacke. Ja, zieh mal an. Kannst du nicht anziehen? Achso, hat er die gerade an oder was? Was haben wir hier? Lufttank. Was haben wir überhaupt alles? Schön, 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 schön. Kann sein, dass in dem Spiel die Sachen ein bisschen schöner geworden sind. Irgendwie sieht alles so schön aus. Okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und ich habe auch gar keine Lust, hier weiter zu quatschen, weil ich will echt... Ich will unbedingt endlich mal unser Haus... Naja. Oh Gott. Ich will hier auf jeden Fall mal endlich mal eine Wand haben, damit wir irgendwie mal in Sicherheit sind. Weil bis jetzt haben wir hier gar keine Chance gegen die. Wirklich gar keine Chance haben wir gegen diese Viecher. Und ich habe auch gar keine Lust auf Höhlen. Ich will eigentlich nur ganz in Ruhe bauen. Vielleicht hätte ich... ein bisschen Kreativmodus? Vielleicht hätte ich... Kumpel, du hast die ganze Zeit dieses Wasser ohne Probleme getrunken und jetzt machst du hier Albernheiten? Oh, ihr seht, wir haben hier keine Ruhe, wir haben hier keine Ruhe in diesem Spiel. Was haben die getan, ey? Wirklich, ich habe mich so auf Sons of the Forest gefreut, 5 Jahre lang. Ich bin... Das ist Early Access, ne, Mann, ist halt so. Beruhigen wir uns und versuchen hier einfach die Wand fertig zu bauen. Wir ignorieren alle, die hier um uns herum fleuchen, Kannst du mal knallen mit deiner Pistole? Ich habe sie dir nicht umsonst gegeben eigentlich. Danke. Und ich mache hier, ich kümmere mich um unser Zuhause und ihr kümmert euch um die Bösen, okay? Ich wäre so lieb von euch. So, ich stelle mir das alles so wunderschön hier vor, aber bis es soweit ist, dauert schon ganz schön lange noch. So, aber ich glaube, wenn Blondie eine Waffe hat, können wir schon mal ein bisschen sicherer arbeiten hier. Naja, könnte wenigstens sagen, dass ich ein bisschen Holz für uns gesammelt habe. Immerhin, ne? Das wird zwar nicht mal für die Wände reichen, aber immerhin, kommt schon. Ihr wisst nicht, was das für eine Arbeit war. So. Schön. Die ersten Wände stehen. Fenster und so machen wir später, wa? Denke ich mal. Dieses Spiel nervt einfach nur. So, jetzt müssen wir jetzt hier jedes Mal... Ja, müssen wir jetzt jedes Mal wahrscheinlich hier so langlaufen. Aber das kriegen wir alles hin. Oh, das ist Musik in meinen Ohren, wenn sie mit der Waffe hier hin und her ist. Das gefällt mir. Ist okay, kann ich weitermachen. So, kommen wir... Oh, cool, die kommen sogar. Okay. Blondie, ich zähle auf dich. Beschütze mich. Wie ich werde angegriffen. Dann jage ich dir aber eine Kugel im Kopf. So, kommt er da auch noch ran? Cool. Kommst du auch da ran? Ja. Schön, schön, schön. Klappt ja. So, dann haben wir es fast. Also, ich weiß nicht, das Holz wird wahrscheinlich nicht ausreichen für einmal rum, ne? Ich könnte ja Kelvin schon mal weiterarbeiten. Falscher Knopf. Ich könnte ja, Kelvin mal derweil weiterarbeiten lassen, aber der Gute, der treibt sich ja hier schon wieder irgendwo rum, wo ich gar nicht weiß, wo er gerade ist. Kelvin! Dumm, wo bist du? Naja, gut. Hier, den hatte ich. Hatte ich den nicht? Ich hatte. Also im Spiel, wo ich für uns vorbereitet hatte, hatte ich das hier fertig gemacht und habe das hier. Bitte mal rennen. Und das hier fertig gemacht, aber ich bin dann gestorben, habe nicht abgespeichert. So. Oh Mann, es könnte so schön werden, wenn es dann nochmal fertig wäre. Ich habe auch überlegt, vielleicht. Aber es wäre auch nicht richtig. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht offline, offline mache, dass ich uns die Wand fertig baue. Aber es gehört ja mit zum Spiel dazu, ne? Und erstmal habe ich nicht vor, in Höhlen zu gehen. Das ist okay für euch. Oh Gott, guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Ich verhalte mich hier voll ruhig und leise und die kommt trotzdem. Da haben die Ersteller definitiv übertrieben, was die Leute hier angeht, aber... Kann ich mir auch nicht beschweren halt, ne? Ich habe ja auch, ich kann nicht mal programmieren. Also können froh sein, dass es Leute gibt, die programmieren können für uns. Oh, Musik in meinen Ohren, Blondie. Mach weiter so, stehe ich drauf. Ey, du solltest die abknallen. Dann bin ich wenigstens nicht dran schuld. Vielleicht haben die dann nur Hass gegen Blondie und nicht gegen mich. Wer weiß. Vielleicht funktioniert es, wenn ich mir denke. Ja, ja, Kelvin. Geht's dir gut mittlerweile? Also was stimmt? Also irgendwann... Können wir... Oh, ist irgendwann sein Ohr ganz? Weiß das schon jemand? Weil ich habe irgendwie komischerweise noch gar kein Let's Play mehr angeguckt von irgendjemandem. Weiß ich gar nicht, was die Story überhaupt beinhaltet. Aber ich bin mir sicher, wir werden es herausfinden. Es wird lange dauern, aber wir werden es herausfinden. So. Oh, schön. Das funktioniert ganz gut, wenn sie die Waffe in der Hand hat. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Danke, Blondie.
Gute Teamarbeit. So. Das wird so eine schöne Schuppen hier, denke ich mal. Auch wenn ich nicht die kreativste bin. So, aber das wird noch ein bisschen schwierig, weil wir müssen dann hier drinnen auch noch so eine Säulen machen, dann so eine Verstärkung, dann können wir aber das wieder weghauen. Ach Gott, wird das noch ätzend alles. Haben die das, ist da, haben die das kaputt gehauen? Oder? Oh Gott, Blondie, was machst du mit der Tür? Lass die Tür drinnen. Schön, dass hier überall Tote liegen und ich damit nichts zu tun habe. Kreiden die mir das trotzdem ab oder ist Blondie schuld? An, ab? Weiß ich nicht, wie nennt man das? Also wisst ihr, wie ich meine? So, die KI ist ja intelligent hier, ne, was die Gegner angeht. Ich hoffe, die schieben alles ihr in die Schuhe, nicht, dass die mich hassen. Wenn die Blondie hassen, ist okay, aber mich nicht. Ich möchte gemocht werden. Hallo, ich bin ein Narzisst und möchte genug mocht werden. Oh, spring mal rauf da. Los. So. Och, angenehm ruhig. Ich weiß gar nicht, also was ich da offline für ein Problem hatte. Bestimmt, weil mir keiner zugeguckt hat. Blondie, kannst du, hallo? Hallo? Dreh dich mal um. Du willst das doch ignorieren, was da hinten los ist, oder? Ich hab so das Gefühl. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Oh mein Gott, schaffen wir das doch heute fertig? Das wäre ja schön. Ah, mit dem Holz wahrscheinlich nicht. Calvin! Komm mal her! Alles klar, Calvin wird da gerade totgeschlagen. Dann gehen wir mal hier hin. Wir ignorieren einfach jeden. Und diese Spikes, da bringen gar nichts, weil sie einfach... Ja, Blondie, kümmere dich drum. Was soll ich denn damit jetzt machen? Du hast die Waffe. Dumm. Sie will Calvins Platz streitig machen, vom Dumm her. Ja, kann ich mal kurz an die vorbei, danke. Wir können nicht mal einen Schlag abhaben, weil sonst sind wir direkt wieder tot. So, packen wir das hier auf uns. Das wird so schön. Aber wir werden nicht fertig damit wahrscheinlich. Das ist so traurig. Das kostet alles so viel Zeit. Ich weiß gar nicht, mit der Story, also es kam ja richtig viele Updates, ne? Und ich glaube, die Story ist auch so weit. Ganz relativ weit, oder? Kann mir jemand irgendwie helfen? Sind die soweit fertig? Wann kommt denn, also wann ist ein Early Access fertig? Du bist ja ein Riese. Bitte hört auf, so ein gruseliges Geräusch zu machen. Und warum will er das Wasser jetzt nicht mehr trinken, ohne dass er hier rummäkelt? Vielleicht sollten wir auch mal was essen. Ich weiß es nicht. Ignorieren wir einfach mal. Hallo? Pack doch auf da. Blondie? Kannst du mal den da abknallen? Jawohl, Headshot. Oh mein Gott. Also, da muss ich schon sagen, sexy. Wirklich sexy, Blondie. Oh mein Gott, Calvin. Ach du mein Gott. Kann ich das haben? Kann ich das haben? Nein, kann ich nicht haben. Calvin, komm mal, warte mal. Calvin, komm her. So, warte mal, Calvin. Hol Stämme und genau hier fallen lassen. Das wäre perfekt, ohne dass sie bitte ins Wasser rollen. Danke. Wer steht denn da hinten? Okay, danke, Calvin. Ich, mach dann... Der holt jetzt die, wa? Holt er die jetzt? Ich hoffe nicht. Manchmal, der Calvin ist ja ein... Also, der Calvin ist ein großer Dumm. Das wissen wir alle mittlerweile. Aber ich glaube, der macht das allein, ne? Holzhacken und so. Das kriegt er hin. Der ist jetzt lange mit uns... lang genug mit uns unterwegs. Der weiß, worauf es ankommt. Schön. Schön ruhig. Alles kein Problem hier, wenn ihr dabei seid. Aber wenn ihr nicht dabei seid, glaubt mir, es artet komplett aus. Ich habe wirklich drei Versuche gestartet, Holz zusammen. Und dann dachte ich mir, nee. Darauf habe ich sowas von gar keinen Bock. Mach das mal schön alleine. Ah, Stöcker wären auch hilfreich. Kevin, kannst du vielleicht auch noch... Alter, du hast ja richtig gemetzelt. Blondie... Geh dich mal... Oh Gott. Geh dich mal rächen. Rache ist gesund für dein Karma und für dein... Für dein alles. So. Das werden wir... Okay, wir machen auf jeden Fall heute die Wände fertig. Das, ob wir über der Zeit sind oder nicht, das ist... so machen wir es. Ja,
Naja, genau. Rennt mal weg vor uns. Wir sind bewaffnet und wir sind zu dritt. Kelvin! Hast du deine Mission nicht verstanden? Nee, hat er nicht. Gut. Das freut mich natürlich. Dann machen wir es nochmal für Dumme. Kelvin? Hol. Stämme. Ja, lass mal hier fallen. Ich weiß nicht, ob sie durchfallen. Ins Wasser. Aber kriegst du das einfach hin? Ja, dann mach das aber auch mal, weil... Treiben sich halt hier überall rum, ne? Wir haben gar keine Ruhe vor denen. Und, ach so, kann mir irgendjemand sagen, wann Early Access fertig ist, bitte? Weil ich mag kein Early Access. So. Hallo? Wird's dunkel? Ich mag's nicht, wenn's dunkel wird. Ah, ich habe übrigens die, was waren das? Die Seilrutsche für die Bäume ausprobiert. Ich glaube, also ich habe so ungefähr 10 Stöcker hin, also die Seilbahn, erst überlegen, dann reden, Blondie. Also ich habe 10 Stöcker hier hinfallen lassen, von dort hinten, mit der Seilbahn hier hinfallen lassen und im Endeffekt lang da 3. Weiß ich jetzt nicht, ob es so gut funktioniert hat, weshalb ich das abgebrochen habe und alles per Hand gemacht habe. Das war auch echt lustig. Hat richtig Spaß gemacht, so richtig. So. Ich weiß auch nicht, ob wir noch eins höher gehen wollen oder ob das uns zu flach hier wird. Ich glaube, wir müssen noch eins höher, wenn ich mir denke, dass da dann die Decken... Ja, wir müssen noch eins höher. Blondie, hau auf mir im Weg drum zu stehen, okay? Sonst fängst du dir eine Kugel in den Kopf. Kelvin, du machst wirklich einfach gar nichts, ne? Das meint er ernst. Das meint er wirklich ernst. Traurig, aber wahr. Hörst du mal auf, meine Tür hier rauszureißen? Weib. So. Von wo holt er denn Stöcker, frage ich mich halt. Von wo? Wie weit rennt er dafür? Hier steht ein Baum, den könnte er fällen und mir da hinlegen, aber... Weiß ich nicht, was mit dem nicht stimmt. Eine Menge stimmt mit dem Guten nicht. Hier, das war so testweise, es kann wieder abgerissen werden. Aber wir sollten vielleicht auch nochmal einen Blick ins Büchlein werfen, weil ich glaube, da sind viele neue Sachen gekommen. Ich weiß es. Oh Gott, der holt es wirklich von da ganz hinten. Nee. Nee, also den, ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht. Ich meine, hier steht direkt ein Baum. Kostet doch alles unnötig Zeit. Aber hey, er kann zwei. Mittlerweile kann er zwei tragen. Da bin ich echt glücklich drüber. Ey, wir haben fast die Wände fertig. Der Wahnsinn. So. Hier noch und dann haben wir da noch ein paar. Und ich will das hier auch mal ausprobieren mit dem hier, weil es sieht eigentlich ganz cool aus, diese Steine. Aber müssen wir gucken, wie wir was bauen und wie wir uns das vorstellen. Sind die durchgefallen? Nee, sind sie nicht. Okay, perfekt. Kelvin, mach Yalla. Ich brauche noch mehr. Sehr, sehr schön. Okay, Ladies first, bitte. Okay. Jawohl, Kelvin, jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Das machst du gut. Mir ist auch aufgefallen, dass Kelvin schneller Bäume zerhackt wie wir. Wir brauchen ungefähr 20 Schläge, er nur 3 oder so. Weshalb wir ihn definitiv immer das Holz holen lassen. Oh, es wird ganz schön dunkel. Ja, mach doch. Gott. Wir gehen mal schlafen. Y. Jawohl. Guten Morgen, meine Lieben. Oh. Wir sind am Verhungern und am Verdursten. Das heißt, was wollen wir essen? Eigentlich haben wir noch von allem genug, ne, würde ich sagen. Nur mit dem Trinken ist jetzt komisch, weil irgendwie wieder das Wasser da jetzt bei uns nicht mehr trinken. Aber eigentlich war das gar kein Problem, das Wasser. Ich weiß nicht, was da jetzt anscheinend jetzt doch das Problem ist. Vielleicht haben uns die Kannibalen da reingepullert. Ich bin mir nicht sicher. Denn ja, komm, gönnen wir. Heute ist ein guter Tag. Ach, wir können gar keinen Alkohol trinken? Hey, das ist ja traurig. Ich wollte eine Feier machen jetzt, weil es so gut lief bis jetzt. So, okay. Dann trinken wir nochmal einen Schluck aus dem vergifteten Wasser, mein Guter.
Ja, perfekt. Das passt. Das passt. So, alle bitte weiterarbeiten. Warum? Achso, er hat die Bäume zerdings da. Der stimmt ja. So. Finde ich schön, dass der Winter vorbei ist. Winter mag ich nämlich gar nicht. Das fühlt sich, auch wenn ich nur Winter sehe, fühlt sich kalt für mich an. Obwohl bei uns in Deutschland gerade fast 30 Grad sind, fühlt sich dann kalt an. Dir geht's gut? Fühlst du dich wohl hier? Wo ist der andere Schuh? Ich besorg dir noch einen. Oh Gott. Was machst du da in seinem Schrittbereich? Kann ich dich... Na, hör auf damit, Mensch. Das ist doch nicht unterhaltsam und lustig auch nicht, okay? So. Käse, das machst du super. Ich bin stolz auf dich. Hä, was ist denn das? Ist das ein... Was ist denn das? Ist das ein toter Baum? Aha. Gibt es tote Bäume anscheinend? Oder ist der falsch gerendert oder wie man das nennt? Gibt es tote Bäume hier? Nee, ist der einzige, oder? Calvin, hau den mal kaputt hier. Hab ich noch nicht gesehen vorher. Und das ist auch der einzige, den ich hier sehe. Oh mein Gott, was passiert? Was? Ich habe gerade woanders hingeguckt. Okay, wir sind da nur reingelaufen. Hey, ich habe gerade da oben hingeguckt. So, okay. Calvin, also... Wenn du da hinläufst und es hier aber hinlegen sollst, dann wäre es sinnvoll, wenn du von da Bäume holst und es mit einlegst. Produktives Arbeiten, Calvin. Bitte, tu mir den Gefallen. So, ach komm. Immerhin, wir haben hier ein bisschen was zu liegen, können damit arbeiten, es passt schon. Oh, ich krieg gerade richtig Hunger. Oh, Aloe Vera. Ja, leg mal hin. Igin. Perfekt, das kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Und jetzt Stöcker, bitte. Platz da, Blondie. Platz da. Ich bin eh schneller wie du. So. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass Holz reicht, aber es könnte gut hinhauen. Und dann müssen wir aber noch eine Schicht drauf machen. Einen machen wir noch. Hat er? Ja, hat er. Und da habe ich mir ja vorgestellt, mit so einem Steinweg da dann noch eine kleine Hütte zu bauen. Das wird so schön. Aber es wird Ewigkeiten noch dauern. Es wird richtig lange noch dauern. Also ich... Puh. Kann es gar nicht in Monate fassen. Gott, lass meine Tür in Ruhe. Blondie, du hast Hausverbot. Hau ab. Hau ab, Blondie. Hau ab. Oh Gott, ist der dumm. Der kriecht hier durch. Was ist mit? Ich frage mich wirklich, was mit diesem Baumstamm da los ist. Ich werde ihn gleich fällen. Weil es stört mich, dass da keine Baumkrone ist. Wer hat die abgerissen? Und warum? So, sieht so wunderschön alles aus. Okay. Okay. Ah, wir können es auch so machen. Dann machen wir es so. Komm. So. Bitte gehen Sie aus dem Weg. Hallo, ist die Tag der offenen Tür, Blondie? Machen wir die Tür bitte mal wieder zu, sonst haben wir hier gleich Kannibalen und Mutanten drin. Oh, angenehm ruhig, wirklich. Ich mach nicht mehr offline. Ich nehme euch jetzt immer mit. Bei allem. Für immer. Für immer. So. Wir bräuchten auch ein Vogelhäuschen, das machen wir auch noch gleich. Gott, wir haben noch so viel vor, das ist ja... Aber hey, wir haben Zeit. Mich hätte es gar keiner. Gar keiner sitzt hinter mir und sagt, mach schneller. Niemand. So, hallo, Tür, wo bist du? Haha, ausgeschlossen, Blondie. Auf Wiedersehen. Dann müssen wir auch gucken, wo wir sinnvollerweise die Fenster hinmachen. In der Hoffnung, dass wir von da dann auch rausschießen können. Das wäre natürlich praktisch. Calvin, mach mal Yalla. Ich zahl doch für dich. Ich meine, wer besorgt dir? Achso, ne, er besorgt sich ja selbst Essen und Trinken. Ja, gut. Lass dir Zeit, Calvin. Du wirst ja eh nicht bezahlt. So, so. Dann wird es interessant mit der zweiten Etage. Weil ich weiß noch nicht zu 100%, wie das funktioniert. Und vielleicht sollte ich mal anfangen, mir ein Let's Play bei jemand anders anzugucken. Damit ich mal hier ein bisschen weiß, was in den Höhlen und so abgeht. Tschüss, Blondie. Genieß das Wetter. Ist ja schönes Wetter gerade. So.
Den Jump'n'Run machen wir dann auch noch besser. Darauf habe ich auch Lust. Oh, einen Stock. Einen Stock können wir mal gebrauchen. Vielleicht sollten wir gleich mal Stöcker sammeln, weil Kelvin macht ja hier die Bäume. Huch, huch, Kelvin. Ich habe voll gespuckt beim Reden. Vielleicht sollte ich auch manchmal runterschlucken. So. Und jetzt müssen wir einmal ringsrum noch eine Ebene machen. Das würde mir am besten gefallen. Kommt da aber daran, ist die Frage. Nee. Ach, komm schon, Junge. Dann müssen wir, warte mal, müssen wir jetzt was anders machen. Machen wir das so hier. Steigen dann darauf und dann müsste er es eventuell schaffen, weiß ich aber nicht. Müssen wir ausprobieren. Kelvin? Auf gar keinen Fall machst du jetzt eine Pause. Wir haben hier gerade... Kelvin, aufstehen. Warte mal. Was brauchst du? Stämme. Stämme und fallen lassen. Kelvin, wenn du Pause machen kannst, sage ich es dir, okay? Und jetzt ist nicht die Zeit zum Pause machen. Oh mein Gott, wir sind schon voll über die Zeit drüber. Ah, das guckt sich doch keiner an, Mann. Okay, aber wir haben die Wand fertig. Das war ja eigentlich das Folgenziel. Cool, haha, cool, fertig. Also, nächste Folge müssen wir einmal noch ringsrum eine Etage machen und dann machen wir die Decke. Und dann würde ich gerne anfangen, die unterste Etage einzuräumen. So was Deko angeht und... Super, Kelvin. Und ich weiß nicht, ob ich die zweite Etage nur von draußen begehbar machen möchte. Also mit einer Treppe hier oder ob wir drinnen auch eine Treppe haben wollen. Weil das Ding ist, das ist halt immer Platzverschwendung, ne? Aber das werden wir dann sehen, wie wir uns entscheiden. Ach, guckt mal an. Schön. Das Ding ist fertig. Da können wir dann schön trinken draus. Weil er ja das Trinken jetzt hier aus dem Wasser nicht mehr haben will, warum auch immer. So. Ach so, warte mal. Ach, Kelvin kann ja die Dinger befüllen, ne? Naja, das machen wir nächste Folge. Packt's mal da rein, Kumpel. Danke. Okay, mein Lieben. Speicher ab für uns und ihr klickt auf mein nächstes Video. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.